Yo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Kurios ist wie immer mit am Start. Yo, was geht ab, Leute? Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke. Sehr, sehr geil, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir legen los mit Contra K featuring Bucky. Ohne langes Rumgerede legen wir einfach direkt los. Schauen wir, was die Jungs zu bieten haben. Die Wasserflasche ist auch schon gespannt. Also das nötige Kleingeld hatten die schon mal. Das Video läuft 3 Sekunden, das ist schon wieder episch, ey. Weil ja, ich bin gespannt. Irgendwann müssen wir auch mal so eine Videos drehen, ey. Nimm deine Träume, schließ sie weg, aber vergiss sie nie. Denn wenn sie sie nicht haben können, kommen sie und vergiften sie. Der Weg ist dunkel und mein Schatten, er beschützt mich. Jedoch kennen sie die Achillesferse, wissen sie, ein Schnitt genügt. Dieses Leben ist ein Märchen. Ist schon mal was anderes gerade von ihnen wieder. Also stabil, aber. Überkrass. Für mich der Anfang schon krasser als seine letzten 10 Songs. Obwohl jeder Song von Contra K krass ist, aber das fetzt mich gerade richtig. Wie eine Flugfahrt bei Stau und roten Ampeln. Wie Alkoholiker am Boden einer Flasche. Für den größten Verrat, mein Freund, reicht dir schon ein Apfel. Du denkst, du kennst mich, ich wünschte ich mich auch. Such den Ausweg. Denkst, du kennst mich, ich wünschte ich mich auch. Geiler Satz. Video natürlich wieder, wie immer, stabil. Charo Casado halt, war. Was soll man da meckern? Da gibt es eigentlich nie bei irgendeinem Video von denen was zu meckern. Richtig, King. Und der hat es auch letztens live, hat er den Part auf Instagram gerappt, daher kenne ich das schon. Überkrasser Part. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Überkrasser, aber irgendwie kommt es jetzt ein bisschen anders. War er hat vielleicht auf einem anderen Beat gerappt gehabt oder sowas? Oder? Ich weiß nicht, ich finde, die Mischung ist gerade nicht so cool wie sonst immer. Ja. Der Sound ist gerade nicht so, wie man sonst von Contra K gewohnt ist. Ich finde, die Stimme ist hier nicht so stark gemixt gerade. Okay, also ich finde es krass. Er ist Produzent und ich bin Rapper, ich höre das sowieso immer nicht so krass wie er. Also auf den Kopfhörern hier, wie gesagt, kann ich dir gleich auf Anhieb sagen, der letzte Song, der war besser vom Sound her. Vor allem die Vocal. Hören wir mal weiter einfach. Danach doch halt die Lichter nicht mehr aus, als wäre der Wahnsinn hier auf Pesto. Alles schlichten mit der Faust, doch jede Narbe, die wir tragen, sind Geschichten auf der Haut. Ich schreib lieber in Metaphern als kalte Realität, weil die meisten wollen in Wirklichkeit die Wahrheit gar nicht sehen. Kein Problem, denn ich... Ist geil, hier mit den Geigen. Aus Gates drumherum alles war. Alles Cash gestapelt. Da hinten. Da haben sie schon wieder Mühe gegeben. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Was wolltest du sagen? Richtig krasser Part von Contra K. Ich war schon bei den Instagram-Ding geflasht. Und das ist jetzt sein Part von dem Video. Ist über King, Alter. Am nächsten, bis der große böse Wolf kommt und raubt dir deine Schädchen. Was für eine starke Hook, Alter. Das ist so krass. Mega starke Hook. Okay, Leute, Playlist auf Dauerschleife. Leute, wie findet ihr die Hook gerade so auf Anhieb, wenn sie schon läuft? Schreibt es in die Kommis. Starke Stimme, definitiv. Dieser Bucky sieht aus wie ein Mexikaner, finde ich, so ein bisschen jetzt hier in dem Video, oder? Ist der mies. Keine Ahnung, ich hab den gar nicht auf dem Schirm, nee? Den Jungen, aber dieser Hook ist ja episch, Alter. Sehr gut, aber auch hier die Optik mit dem Stuhl sieht geil aus. Könnte für mich schon Song des Jahres werden, Alter. Die Nacht der Taugen und der Himmel Diamanten. Die Straße keine Liebe, doch es lieben sie die Ratten. Je heller jedes Licht, umso länger auch sein Schatten. Und leider haben Designer keine stichfesten Jacken. Das ist schon geil gemacht. Vor allem auch die ganzen Scherben, die hier auf dem Boden liegen. Designer, keine stichfesten Jacken. Hier sind alles Scherben, ne? Für die Leute, damit sie auch mal größer sehen. Voll krass. Das ist schon geil gemacht. Gesetz der Diebe, deine Schwäche zeig sie nie. Und Respekt gibt nur dem, der deinen Respekt auch verdient. Aber manchmal sinkt sogar das Elend viel zu tief, als ob dein allerschlimmster Tag an einer Crackpfeife zieht. Ich trag ein Ozean an Worten im... Ist schon ein starkes Video, Alter. Also, es gibt gar nichts zu meckern. Das Einzige, wie gesagt, was mir auffällt, dass die Vocal so schwach auf dem Beat gemixt ist. Ansonsten finde ich das top. Der Song ist top, das Video ist krass. Mir fällt es halt gleich, wie gesagt, auf, weil sonst hat er immer so eine ganz präsente Stimme im Vordergrund und hier ist die so mehr so in den Beat vertieft.
Ey, ich bin beeindruckt und geflasht. Ja, ich will es nicht schlecht reden. Ich sag dir nur, was mir auffällt halt, ne? Mein Kopf rum, türme durch ein Meer aus Benzin und such den letzten Funken Hoffnung. Hass ist dein härtester Gegner im Kopf rum. Gutes geht den Bach runter, doch schlechtes geht den Block rum. Denn alle wollen Cash, aber niemand macht was möglich. Geil gemacht, jeder Alter. Will Fleisch, aber keiner etwas töten. Das ist schon geil gemacht, so. Auch hier mit der Ratte, ja. Geil, alles Ratten um sich herum, Alter, überall. Krass. Ist schon geil. Etwas töten, alle wollen. Merkt ihr, wie sprachlos kurios hier gerade ist? So? Die Wahrheit, doch die Lüge klingt am schönsten, wenn der große böse Wolf kommt und raubt mir deine Schäden. Seine Stimme ist auch gleich viel stärker hier drauf gemixt. Ja klar, Gesang auch mehr spurig so, aber trotzdem klingt die schon gleich auch viel kräftiger so. Ich feiere den Stuhl hier im Hintergrund. Oder was sagst du? Du bist schon die ganze Zeit so sprachlos gerade. Ich bin voll geflasht, Leute. Was sagt ihr zu dem Song? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ist das mit Abstand der beste Kontra-K-Song seit langem oder sehe ich das falsch? Wie seht ihr das, Leute? Für mich ist es auf jeden Fall mit Abstand der ganz beste. Ganz krasses Ding. Hebt dich auf jeden Fall ab von den anderen Songs. Starke Stimme. Hast du gerade die Typen gesehen, die da so neblig waren? Hier links Sechs. Und rechts und da? Ist dir krass. Das aufgefallen? Nee. Hinter ihnen, die Leute. Mega krass, das ist jetzt Rico 2.0, wa? Kontra hat ihn immer mitgezogen und alles und so, aber er hat nie wirklich so seinen Hack geholt oder auch nie richtig in der Szene so seinen Durchbruch gehabt. Aber ich sag dir, dieser Bucky, der... Achso, doch, ja, natürlich, aber den zieht doch Kontra K, zieht ihn doch immer noch mit. Also ja, na klar, Homies, der wird ihn auch immer, ja, na klar, wird sein, aber leveltechnisch für mich ist dieser Bucky, ich höre den einmal 10 Level. Ja, das ist schon was anderes, also, da hast du recht, definitiv. Das ist seine Macht, Alter, also. Das ist schon was anderes, ja. Ja, lass uns noch zu Ende hören. Geile Szene. Auch die Typen da. Voll geil, diese Nebelfischer. Weil für sonst ist für solche Parts immer dieser Rico da gewesen. Und stand dann sozusagen daneben ihn. Und jetzt ist er, boah. Wow. Und du meintest, er hat ihn gesigned oder was? Ich glaube ja, ich glaube, Bucky ist bei ihm gesigned, soweit ich weiß. Okay. Ich kann Scheiß erzählen, aber soweit ich weiß, krass. Auf jeden Fall hat er ihn rausgebracht. Sagen wir so, durch Kontra K kannte ich erst Bucky. Und ich glaube, er hat ihn irgendwie gesigned. Krasse Scheiße, stabiles Video, meine Freunde. Stabiler Song auf jeden Fall. Mörderkrass. Mördergeile Parts. Ich würde Bucky auch sein, Leute. Mördergeile Parts, wie hier wieder etwas, Digga. Oh, Scheiße. Aber dazu musst du singen können. Aber weißt du auch nicht, das ist deine Stärke. Ich meine, ich würde Bucky auch sein. Ach, sein, wenn ich Alter, ein Label also, okay. Hätte. Was hast du verstanden? Singen. Ich könnte auch wie Bucky singen, so, weißt du? Nee, deswegen würde ich ihn ja sein, weil ich das nicht kann, so, weißt du? Also mich beeindruckt. Krass, krass. So, meine Freunde, auf jeden Fall krasses Parts, starke Parts, wie ich schon erwähnt habe, der Mix von den Rap-Parts hätte für mich ein bisschen kräftiger sein können, die Stimme mehr im Vordergrund. Die Hook, mega geile Hook, hat geflasht auf dem Beat, hat es richtig krass gepasst. Von wem ist eigentlich der Beat hier wieder? Der Beat wird von The Crates wahrscheinlich sein, weil die sind da ja immer viel im Studio. Wenn der auch noch krass rappen kann. The Crates, Mass und Kontra K ist die Musik von produziert. Gleich im Hinterkopf, dieser Bucky ist für mich, Alter, na okay, man kann es nicht immer gleich vergleichen, die würden mich jetzt auch gleich wieder dumm angucken und so, aber für mich ist der schon so ein halber Chris Calico, Alter, so vom Vergleich her, so die Stimme, gleich so eine Macht, wenn der jetzt noch rappen kann, TK, lass Bucky nach oben, krass. Ich sag nicht, dass Bucky schlecht ist, aber Chris Calico ist schon auch ist eine krasse Nummer, Digga. So, aber Chris Calico, da feiere ich das ja, dass der auch so krass singen kann, so Tech 9 ist dieses Rap, okay, Kontra K ist kein Tech 9 so und Bucky ist kein Chris Calico, aber so von diesem
So, ich bin auch eigentlich so, nur diese Rap-Ebene kann ich wirklich singen und ich würde so meine Freunde, feiern, kennt Alter, ihr Chris Calico überhaupt? Wenn nicht, gibt es mal einen. Hätte, so. Der ist bei Strange Music unter Vertrag, ganz krasser Künstler. Ich verstehe schon, warum kurios Chris Calico gerade ein bisschen mit Bucky vergleicht. Es hat einen Touch davon, könnt ihr euch ja mal selber reinziehen und euch selbst mal von überzeugen. Aber Chris Calico ist halt, wie du, der rappt auch nochmal übertrieben krass halt. Der singt nicht nur, der singt, der rappt, der macht echt alles mit Autotune, ohne Autotune, das volle Programm. So, erstmal ganz kurz noch, müssen wir erstmal noch ein Like hier lassen für die Jungs natürlich, da die so krass abgeliefert haben. Sehr krass. Mega Props auch an Shaho Casado. Ich allein auch hier mit. Ja, war wieder ein teures, aufwendiges Video einfach. Geile Szenen mit dem Bild im Hintergrund. Wie die auf den Gate die ganze Zeit laufen. Alles besteht da aus Geld, falls es jemand noch nicht aufgefallen ist, Digga. Also, das ist. Wer der Wahnsinn hier auf Pesto, alle schlichten mit der Faust. Doch jede Narbe, die wir tragen, sind Geschichten auf der Haut. Geiler Scheiß einfach. Geiles Video, definitiv. Meine Freunde, schreibt in die Kommis, wie findet ihr das Video? Was feiert ihr am meisten? Die Hook, die Rap-Parts oder feiert dieses ganze Gesamtprodukt? Ich feiere das ganze Gesamtprodukt, sage ich ganz ehrlich. Wie kurios meint es, ein Song für die Playlist? Auf jeden Fall. Gibt Power. Wenn ihr Bucky genauso feiert wie ich, schreibt Bucky in die Kommentare. Lasst ihn nach oben pushen. Ich habe seit langem nicht mehr so eine mächtige Hook von einem Sänger gehört. Richtig krass. Ja, war stabil. Auch, wie gesagt, nochmal muss ich hervorheben, das Video hier zum Beispiel schon die Optik, wie Kontrast gerade da hängt. So halb im Schatten alles. Geil, geil. So, meine Freunde, ich denke, wir haben genug Hack gegeben für den Song. Ist auch ein geiles Ding. Von meiner Seite aus war es das von hier. Dicker, hast du noch was zu sagen zu dem Song? Naja, außer, dass ich beeindruckt bin, wie seit langem nicht mehr. Sehr krass. Muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal sein. So, meine Freunde, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen entspannten Abend, entspannten Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Bleibt stabil, bleibt gesund und lasst euch nicht auf den Sack gehen. Wir Video, sind raus. Rap, Gesang, alles perfekt, Alter. Eben hat er nichts mehr zu sagen, jetzt sagen noch. Peace. Peace.